Guten Tag und willkommen zurück hier bei Super Mario Maker 2 Online. Es wäre eigentlich heute Hyrule Warriors Zeit der Verheerung wieder dran gewesen, aber ich hatte einfach Bock, Super Mario Maker 2 zu spielen, unter anderem, weil mir von einem Zuschauer endlich mal Level zugeschickt wurden. Falls ihr da Bock drauf habt, dass ich von euch Level spiele oder irgendein bestimmtes Level spiele, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare posten oder auch per Discord, wie auch immer. Mein Discord-Server findet ihr auf meiner YouTube-Startseite. Und falls ihr kein Super Mario Maker 2 habt und deswegen nicht wirklich nachschauen könnt, kein Problem. Ich meine, es gibt eine Website, da könnt ihr Level nachschauen. Musiklevel, Rätsellevel, was auch immer. Und da könnt ihr euch dann die Codes raussuchen. Und wenn ihr dann wollt, okay, das möchte ich mal, dass der das spielt, weil der Level ist besonders interessant oder er ist schwierig, was auch immer, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare posten. Aber genug der Laberei, wir zocken jetzt Key Castle von Kira. Mir wurden zwei Level von dem Guten zugeschickt. Ah, okay. Wir müssen erst da rein. Heißt, ich werde auch beide Level zocken. Beide hinterher ein bisschen bewerten oder halt während dem Spielen schon. Ah, okay. Okay. Ich habe mich gerade schon gefragt, ich kann da noch nicht einfach reinlaufen. Nein, kann ich auch nicht. Wir brauchen das Schwert. Da hättest du auch gerne oben eine Röhre hinmachen können, damit man das besser sieht. Oder direkt das Schwert runterfällt oder generell das Item da direkt platzieren, weiß ich nicht. Aber so, wenn man da einfach reinläuft, dann ist natürlich blöd. Oh, ich möchte natürlich nicht von denen getroffen werden. So. Ah, nee, da muss ich mit Anlauf. Hä? Ach, komm schon. Kann ich den nicht durch die... Nein, den kann ich nicht durch die Wand kaputt machen. Oder habe ich es mir verbaut? Muss man auf die Montys springen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Respawn die? Ja. Sehr gut. Das ist allerdings nicht sehr gut. So, dann lösen wir es halt so. Ja. Hier hat man jetzt das Problem, dass man kein Schwert mehr hat. Scheiße. Okay, machen wir es nochmal neu. Kein Problem. Na gut, dann hier das Schwert grabben. Hallo. Ja, genau das meine ich halt damit. Wenn man dann da einfach reinläuft, ohne das Schwert genommen zu haben, was echt gut passieren kann, dann hat man Pech gehabt. Okay. So. Ja. Okay. Also, nachbearbeiten, Schwert dahin machen. Sonst kommt man nicht weiter, wenn man getroffen wird. So. Hä? Okay. Jetzt aber. Oder ich stelle mich einfach zu blöd an. Kann natürlich auch sein, dass du es einfach First Try weggemacht hast, den Level.
und ich mir jetzt so, keine Ahnung, und ich jetzt rumhample wie sonst was. Ach, komm schon. Ja, okay, nee. Weiter kommen wir trotzdem nicht. Es könnte halt echt sein, dass ich das hier abbrechen muss, weil ich zu blöd bin, um da durchzukommen. Das kann es nicht sein, ey. Okay. So, stellen wir uns wieder hier hin. Machen den weg. Machen hier einen weg. Okay. Und verkackt. Ja. Ah, Mann. Oder soll das so sein? Kann natürlich auch sein, dass es so sein soll und es einen so ein bisschen trollen soll. Aber ich glaube, es wäre tatsächlich spaßiger, wenn man immer ein Schwert nachgeliefert bekommen würde. So, weg mit dir. So. Okay, jetzt ist es egal, glaube ich. Kann man mit dem Schwert die Blöcke zerstören? Da könnte man zum Beispiel dann auch wieder ein Schwert rausgedroppt bekommen, da oben. Sonst kommt man hier halt einfach nicht weiter. Schon ein bisschen frustrierend, aber ich nehme die Challenge. So. Okay. So, wunderbar. Jetzt können wir den Schlüssel nehmen. Können hier durch. Hä? Okay, die Stampfattacke bringt mir auch nichts. Ach so. Oh. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass das geht. Okay. Never mind. Ich wollte gerade schon sagen, hä, wie hast du das hinbekommen? Aber ich kenne das Feature noch nicht. Tut mir leid. Okay, den dahin. Zerstört den dann direkt. Wunderbar. Und dann können wir weiter. Ja, nee, noch nicht ganz. Jetzt aber. Okay. Und jetzt einfach nur einen Weg freisprengen. Hallo. Ach so, man kann keine Bombe ausrüsten, wenn schon eine liegt. Okay. Na gut. Und ihn müssen wir auch mit den Bomben kloppen, oder? Wie sieht's aus? Ja, es funktioniert auf jeden Fall.
Oh. Ja, okay. Daran habe ich nicht gedacht. Oder habe ich... Ich habe gerade nicht aufgepasst. Och, Mann. Okay, machen wir es nochmal. Also hier. Durch. Und dann hier direkt rüber. Wunderbar. Dann kommen wir in den nächsten Raum. Müssen hier wieder freisprengen. Weg mit dir. Ich find's gut, dass sie so weit rutschen, die Bomben. Sonst wär's, glaube ich, ein bisschen nervig. So, weg mit dir. Und dann kommen wir hier in den Raum, wo wir direkt alle kaputt kloppen müssen. Ich finde die Musik übrigens echt mega nice. Ist einfach diese alte Zelda-Musik. Ich habe früher... wie hieß das nochmal? Link's Awakening. Früher habe ich Link's Awakening gespielt. Wo es die Musik gab. Und, Moment mal, warum war da eben der Block? Was zum Teufel? Hat er den irgendwie aktiviert? Oder können die Bomben die Blöcke hervorrufen? Ha. Komisch. Aber eigentlich hat er daran gedacht, oder hast du daran gedacht, den Block unsichtbar zu machen? Was echt komisch ist, weil ich wollte gerade schon so sagen, von wegen, ja, hättest doch den Block unsichtbar machen können, dann hätte man den auch nicht wegbomben können. Aber er ist unsichtbar. Naja, wie auch immer. Hier kriegt man ein neues Schwert, okay. Was man, denke ich mal, auch behalten muss. So wie in den Räumen davor. Aber ist schon ein bisschen assi hier, ne? Oh. Okay, gleich haben wir's. Wunderbar. Okay, das war's noch nicht. Und hier kriegt man auch wieder ein Schwert. Also, du hast schon oft daran gedacht, Schwerter zu platzieren, aber in den Räumen davor hätten halt noch welche hingemusst. Okay. Nee, wir lassen erstmal hier ein Schwert droppen und... Nein, dieser hässliche Greifer. War dann Checkpoint? Da war kein Checkpoint. Mann, diese hässlichen Greifer.
Okay, ich denke, einen Try gebe ich den ganzen noch. Aber wenn ich es jetzt nicht hinbekomme, dann brecht das ab. Lass dir erstmal Zeit dafür, das... Okay. Das nochmal neu zu designen oder nachzudesignen, besser gesagt. Muss ja nicht neu designt werden. Die Idee vom Level ist ja gut. Aber es hat halt hier und da Stellen, wo man nicht weiterkommt. Okay, ich konnte mich hier durchglitschen. Wunderbar. Und da bin ich da. Die Montys sind echt nervig. Naja, was auch immer. Also, Grundidee, schön. Nur, man kann sich softlocken. Das ist shit. Okay. Was war der zweite Level? Ich muss hier übrigens auch erstmal suchen, bis ich dieses nach ID-Suchen finde, weil ich dachte, das gibt's so beim, hier beim Online-Modus, hier Level suchen und dann kann man da irgendwo die ID eingeben. Aber nein, die gibt's hier direkt im Hauptmenü, die Option. So. T0H. Und hier unten, hier über dem Cursor quasi, steht die Level-ID. Deswegen habe ich euch eben erspart, wie ich die eingegeben habe bei der ersten. Okay, Lost on Off Place. Abschlussrate 0%. Es hat noch keiner geschafft, von den 52 Leuten das durchzuspielen. Okay. Oder ist das schon wieder so ein Ding, wo man sich softlocken kann? Aber gut. Dafür wird es ja auch getestspielt. Ah, okay. Okay. Shit. Aber geiler Level. Sehr geiler Level bis hierhin. Die Idee gefällt mir auch wieder richtig gut. Nur das ist ein bisschen unnötig. Okay. Okay. Da muss man dann auch wieder den Panzer auffangen. Scheiße. Nein. Da muss man auch wieder den Panzer auffangen, um ihn später zu benutzen. Quasi so, wie ich das hier gerade schon gemacht habe. Und da wollte ich es wieder machen. Auf Skillbasis, aber funktioniert nicht. Okay. Nein, nein, warte. Okay, ich dachte gerade, ich wäre ein bisschen zu langsam gesprungen. Scheiße. Also so weit springen, wie es geht. Leider ist das halt ein halber Blind Jump. Shit. Okay, da muss man früh genug gegensteuern.
Da lasse ich wieder 3 reinfallen. Einfach um es besser timen zu können. So, wunderbar. Und ich bin zu blöd dafür. Aber die Idee finde ich mega gut. Ist halt auch eher so ein... so in die Richtung Kaizo-Level. Halt echt verdammt schwer. Aber es macht Spaß, das Ding zu spielen. Okay, kann ich mir Zeit lassen. Okay, nice. Und es gibt hier einen Checkpoint. Okay, Lob auf jeden Fall an der Stelle. Du machst es nicht zu frustrierend. Kaizo wäre wahrscheinlich an der Stelle dann, ja, ein Versuch. Oder du hast halt Pech gehabt. Und an der Stelle hätte ich auch von vorne beginnen müssen. Aber er hat hier, oder du hast hier, zum Glück einen Checkpoint gesetzt. Und ich kann mir einfach einen Helm nehmen. Okay. Sehr schön. Okay. Ich denke nicht, dass hier ein Helm nötig ist, deswegen... ich bin zu blöd, gerade da einen Panzer einfach reinzuwerfen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich denke, hier ist kein Helm nötig, deswegen werde ich mir auch da jetzt nicht extra Nummer 9 holen und ich bin gerade einfach zu blöd dafür. Was zum Teufel? Ah, okay, wenn man... ja, okay. Das sollte ich dann vielleicht das nächste Mal dann auch machen, wenn ich hier abkratze. Ah. Bisschen schneller. Bisschen schneller. Wenn man da reingeht als kleiner Luigi, dann ist das natürlich leichter... das Dingen auch reinzusetzen. Okay, wunderbar. Und ich fall da schon wieder runter. Hättest du da keine 2 Blöcke hin machen können? Okay. Nein. Okay, ich habe noch einen Versuch. Boah, ey. Ich habe es jetzt komplett verkackt. Ich habe es jetzt komplett verkackt. Ich bin so blöd, ey. So. Jetzt aber. So, wunderbar. Ah, okay. Das ist ein Mancha. Hätte ich mir im Versuch davor vielleicht auch sogar anschauen können. Mein war ja sowieso klar, dass ich es da nicht dann direkt schaffe. Oh ne, Moment. So. Nice. Okay. Das wird jetzt schon wieder richtig assi. Nein! Oh, ich bin dumm. Was versuche ich da?
Ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht mehr rein. Beim ersten Mal, als ich da reingekommen bin, hat es quasi automatisch geklappt. Aber dann mache ich das einfach so. Okay. So. Und das sind knappe Würfe. Das sind echt ganz knappe Würfe. Einfach zum Checkpoint. So. Okay, er wirft Bälle. Das ist mir aber echt egal. Weil das sind halt einfach nur Bälle. Und ich werde mega rumgeschleudert. Und er ist da reingefallen. Er ist da reingefallen, okay. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Und verschwende meine Zeit mit Münzen sammeln. Das wäre richtig assi gewesen, wenn dann noch ein Thwomp runtergefallen wäre. Aber war nice. War ein geiler Level. Bockschwer. Aber echt geil. Der kriegt auch ein Like. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, zum Schluss schauen wir dann noch in die Superwelten, aber das hat schon komplett die Zeit für diesen Part gefressen. Das heißt, wir schauen dann... Ich habe 10 Weltrekorde aufgestellt, okay, nice. Ja, wir schauen dann beim nächsten Mal in die Superwelten rein. Hier unten sind sie. Ich bin mal gespannt, was es da so gibt. Ich denke mal, das wird halt quasi so wie eine Welt aus den klassischen Super Mario Spielen sein. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei und lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.